So, meine lieben Freunde, Hallöchen, Popöchen und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Shanty and the Pirate's Curse. Beim letzten Mal habe ich ein bisschen gefarmt und habe mir das ein oder andere Hilfsvideo angeguckt, wie man zum Beispiel an dieses eine komische Dingsbums rankommt. Deswegen habe ich jetzt hier ein paar Tintenherzchen mehr und habe natürlich auch ein bisschen Kohle gefarmt, wie man sieht. Und mir einfach ein paar Items gekauft. Sonst nichts. Ihr habt nichts Großartiges verpasst. Tintenfischherzchen 5. Super. Jetzt will ich aber nochmal zur Schmiedin. Und ich muss mir mal einen Timer starten. liegt einfach daran nicht, dass ich das jetzt für die Folgenabmoderation und Dingsbums brauche. Das ist ja bei solchen Sachen einfach besser, wenn ich das nicht mache, sondern einfach, dass ich weiß, wie lange ich jetzt in Chanté reinstecke. Vielleicht schaffe ich das in der heutigen Aufnahmefolge fertig, weil wir sind ja schon bei 72%. Ich nehme die Dinger, schmiede sie ein, damit du mehr Energie bekommst. Ja, großartig, super. Und wie heißt's? Die anderen Herzchen konnte ich jetzt so nicht holen. Dafür brauche ich erst ein neues Item. Deswegen habe ich mir gedacht, komm, drauf geschissen. Ja, ich bin bereit abzulegen. Super. Wie man sieht, Shuttletown, fehlen jetzt noch zwei Magie. Spuckinsel sind wir fertig. Die Spinnennetzinsel ist fertig. Die Bräunungsinsel fehlt noch eine. Habe ich jetzt auf Anhieb nicht gefunden. Die Dingsbums, das Outfit von der Risky Boots, die jetzt uns im Schiff so schön präsentiert wird, sieht eigentlich aus wie so ein, Totenkopf, ne? So oben die Augen, der Rest ist so Knochenschädel und unten halt der Unterkiefer. Ist mir gerade so aufgefallen. Hier komme ich an das eine Herzchen noch nicht ran, da brauche ich erst was Nächstes. Deswegen geht es weiter mit der Frostbeuleninsel. So, die sagt hier, es ist kalt und allem drum und dran. Und ja. Ja, das ist natürlich übel. Da brauchen wir den Hut. Will mal gucken, ob wir das schaffen. Nee, schade. Ich dachte, wir könnten hier nochmal mit dem Schwert lang eiern. So, weg mit dem Hund. Ich glaube, es ist echt besser, wenn wir hier die Hunde mit dem Schwert machen. Wir machen nicht ganz so viel. Die fressen, glaube ich, mehr als ein Ammo Baron? What the fuck? Was macht er denn hier? Ich glaube, ich lausche mal ein bisschen. Bla bla, ich verstehe keine weiteren. Ich werde keine weiteren deiner Verspätungen mehr tolerieren. Beruhig dich, Baron. Ich verspreche dir, dass die Waffe feuerbereit sein wird. Aber du kannst Kunst nicht erzwingen. Kunst? Wir sprechen von einem Gerät, das kabumm Dörfer in Aschehaufen verwandelt. Du machst dir zu viele Sorgen. Die Waffe wird funktionieren. Ich habe sie selbst entworfen. Der Palast wird zerstört. Und wenn das passiert, wirst du die volle Kontrolle über das gesamte Sequinland haben. Sequinland? Ha, warum dort aufhören? Die ganze Welt wird meine Werkstatt sein. Sichern, laden, feuern auf den Kern. Kaboom! Ja, ja. Warum gehst du nicht zurück nach Scuttletown, wo es nett und gemütlich ist? Ich werde dir das Gerät schicken, sobald es fertig ist. Du versuchst dir nur wieder mehr Zeit zu kaufen, Techno-Baron. Entspann dich, mein Assistent hat alles unter seiner Kontrolle, Grummel. Die Vorrichtung ist besser so schnell wie möglich da. Aha. Hey, du, Bauer. Ups. Lauf schon mal vor und schau nach meinem Assistenten. Schau, warum er so lange mit der Zielvorrichtung braucht. Tritt ihm in den Hintern, wenn du musst. Er ist in meiner neuen schwimmenden Fabrik Propellertown. Gut, irgendwie bin ich aber jetzt nicht so... Lauf! Jawohl! Warte mal, was? Sind die alle so böse?
Okay, das war relativ egal. Gut. Ich will mal was probieren. Okay, das war nix. Ich dachte, ich könnte da irgendwie durch. Aber dem war wohl nicht so. Na, Wölfchen, komm her. So, immer schön. Oha, was geht denn hier ab? Nee, okay. Kann das Hündchen diesmal nicht... Oha. Ja, Chanté ist manchmal wie so ein Hündchen. Habe ich ja schon öfters gesagt. Okay, gut. Alles klar. Will ich mich nicht beschweren. Manni. Ich habe schon wieder viel zu viel Energie verloren. Ja, kein Wunder, wenn die auch irgendwie 6 Hits abziehen. Da möchte ich doch lieber speichern. Ja, die Wölfe fressen irgendwie gerade extrem viel, ne? So. Ja, ich möchte mich dazu nochmal entschuldigen, dass ich aus Versehen beim letzten Mal hochladen, da hatte ich das nämlich total so ein bisschen verkackt, die Planerei umzustellen. Und zwar konntet ihr schon, theoretisch für die Leute, die es gesehen haben, konnten ja schon Dingsbums. Nein! Das wollte ich eigentlich nicht. Boah. Ja, die Folge 21 konntet ihr ja schon angucken. Die sollte eigentlich später hochkommen. Von daher, sorry dafür nochmal. Nee, ich hatte einfach, wie gesagt, ganz viel... ich hatte einfach ganz viele Folgen hochgeladen und habe dann irgendwie vergessen zu, bei der einen Folge einzustellen, dass sie erst am Dezember hochkommen soll. Und daher konntet ihr schon die 21. Folge sehen. Da seht ihr mal, wie viel ich voraufnehme. Link einfach da dran. Wahrscheinlich, bis ihr das sehen werdet, wird da wahrscheinlich nichts gehen. Deswegen muss ich das im Stream nochmal ansprechen. Ich habe Folgendes vor. Ich würde gerne, bevor ich jetzt alles aufhöre... Warte mal, schaffe ich das? Mist, schafft's ja nicht. Okay, hat wohl jemand mitgedacht. Wie gesagt, dieses Jahr wollte ich eigentlich gerne nicht nochmal mit einem Projekt. Also ich würde gerne, ich habe ja aktuell zwei Let's Play Projekte am Laufen, ja. So, einmal hier, wie gesagt, Chanté. Neu angefangen und würde schon gerne durchziehen. Und auf der anderen Seite habe ich ja dann noch Dingsbums. Wie heißt Bioshock, ja. Und ich habe mir halt so gedacht, aua. Diese zwei Spiele würde ich ganz gerne nicht ins neue Jahr mitnehmen. So, ich weiß nicht, ob ich das vom Upload-Datum her schaffe, dass es bis zum Ende des Jahres auch alles veröffentlicht wird. Aber zumindest in der Aufnahme, so dass ich mich damit nicht mehr befassen muss. Dass ich einfach nur sagen muss, okay, abwarten und Fun haben. Das ist auch der Grund, warum das jetzt alles so hochkommt. Ich probiere es einfach. So gut es geht, aber wie gesagt, es kann halt passieren, dass das nicht ganz funktioniert. Von daher, jo, mal sehen. Okay, komme ich da überhaupt so hoch? Nee, so hoch komme ich da nicht, okay. Ich
jetzt die Frage, wo will ich denn überhaupt lang? Erstmal. Das ist die Qual der Wahl. Deswegen, wie gesagt, Chanté kommt jetzt erstmal hoch, bis es fertig... Oha. Bis es fertig ist, das musst du auswendig können. Runter. Das war doch gemein, ne? Genau! Das wusste ich. Irgendwie hatte ich es im Blut gehabt, dass es gemein wird. Hoch. Runter. Hoch. So, dann hier runter. Hoch. Boah. Okay. Hoch. Runter. Runter. Oben, oh, nach hoch. Okay. Hier nach oben. Und rüber. Uff, die Sau. Naja, auf jeden Fall, um das ich darf jetzt nicht vergessen, das Gespräch... Nein! Dingsbums, darf ich jetzt nicht vergessen, das Gesprächsthema zu verlieren. Nein! Ach, Mist. Liegt einfach daran, ich will es halt so machen, dass ich mich zumindest aufnahmetechnisch mich nicht mehr im Jahr 2020 mit Bioshock 1, ja, und mit Chanté auseinandersetzen muss. Doch, 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 doch. Ich will hier mal speichern, gegebenenfalls. Ich will nämlich mal was probieren. Und ja, deswegen nehme ich halt jetzt schon im Vorhinein auf. Solange mich vor allem auch noch die Muse küsst. Mist, 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 Mist. Das war eigentlich nicht so... Ja toll, das hat jetzt nichts gebracht, hätte ich auch hier lang gehen können. Die schießen von nach vorne und nach hinten. Oh nein, was sind denn das für Knutsch? Oh, diese Knutsch. Oh, diese Knutschlümmel. Wow, 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 das war knapp. Ah, das schaffst du schon, Tee. Das schaffst du mal. Ah, super. Oha. Ja, gegen so eine Knutschattacke kannst du natürlich auch nichts machen, das ist klar. Boah, das wird echt knapp hier, Leute. Jetzt aber so gemacht, dass man es schafft. Super. Mist. Ja, das wird ein schöner Spaß, der mir jetzt hier um die Ohren fliegt. So, ich kann zwischendurch auch mal loslassen. Dann bin ich nicht ganz so schnell unterwegs. Okay, da geht's nicht lang. Ich dachte, da oben wäre noch was, irgendwie was Geheimnis, Geheimes oder so. Super.